Ciao zusammen! Heute werde ich eine ganz spezielle Endlos-Challenge machen und dafür muss ich erstmal meine 100 Level da aufgeben und ein neues Spiel starten. Aber come on! Es ist zwar ein bisschen schade um die 100 Level, aber ich habe nicht mal 2000 Level insgesamt abgeschlossen und um auf Platz 1000 zu sein in der Rangliste auf Endlos leicht, da muss man über 2000 Level haben zum Zeitpunkt der Aufnahme und ja, da macht es wirklich keinen Sinn, das zu spielen. Das ist wirklich nur wegen dem Highscore, das will ich nicht. Ich will einfach alle Outfits freischalten und ich war ja schon mal auf Platz 1 der Welt. Und ja, also, was ist die Challenge? Weltrekord oder Neustart? Ja, ich darf keine Level skippen und ich muss einen Weltrekord aufstellen. So, oder den Weltrekord, oder unentschieden sein mit dem Weltrekord, dass sie den gleichen Weltrekord machen, weil so ein Level, wo man nach rechts rennt, wo der Weltrekord immer derselbe ist. Und ja, falls ich es nicht schaffe, dann muss ich wieder von vorne beginnen. Ja, und ich darf nicht skippen. So, und das wird schon mal nichts. Das wird schon mal nichts mit den 8 Sekunden. Das wird schon mal nichts. Ja, ich hab's verkackt. Und ja, ich... Oder Moment mal, nein, 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 Moment mal. Nein, ich werde da jetzt nicht... Ja, schade, ich habe ja 5 Leben und ja, ich muss ein Level abschließen mit dem Weltrekord. Und das Blöde ist halt, dass dieses Level von 55 Leuten gespielt wurde, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ja, ich muss jetzt einfach nach rechts rennen. Ich glaube, ich stelle das. Ja, in die Glasröhre kann ich sowieso nicht gehen. So, ich lass mich einfach treffen. Und das sollte jetzt genau gleich wieder Weltrekord sein, nehme ich mal an. Nein! Nein, das ist nicht ganz gleich wieder Weltrekord. Aber wenn es genau gleich wäre, dann könnte ich jetzt auch weitergehen, aber jetzt muss ich neu starten. 11 Sekunden. Oh nein, 121 Leute. Da habe ich keine Chance, weil so vielen Menschen gab es sicher einen, der mega gut war. So, da gibt es keine Chance, darüber zu springen. Jetzt muss ich einfach Feuerbälle spammen, wahrscheinlich. Ja, das wird schon nichts. Das wird schon nichts. 11 Sekunden. Oder Moment mal. Nein, ich kann einfach da jetzt zum Off-Block gehen. Und dann durch die Röhre. Ich muss gar nicht Bowser besiegen. Okay. Okay, gut, das ist kein Weltrekord, aber ich kann es doch mal versuchen. Ich habe ja 5 Leben. Ich habe schon mal gesehen, wie das jemand bei Mario Maker 1 gemacht hat. Das ist nicht ganz meine Idee. Aber bei Mario Maker 1 hatte man noch 100 Leben. Und da hat man jetzt 5. Mario Maker 2. Und ich habe noch nie gesehen, wie es jemand in Super Mario Maker 2 gemacht hat. So, jetzt würde ich mal sagen, ich springe einfach da drüber. Und hoffe, dass Bowser sich bewegt. So, ich nehme immer noch keine Feuerblume. Ich warte einfach, bis Bowser sich da so vom Fleck bewegt. Oh ja, das könnte vielleicht was werden. Das könnte vielleicht was werden. Oh ja, Weltrekord. Oh shit, zwar kein One-Up, aber ein Weltrekord. Gut, dann können wir jetzt mit 3 Leben zum nächsten Level. 20 Sekunden. Okay. Hold right. Nach rechts. Einfach nie, nie gegen eine Wand knallen. Einfach immer nach rechts. Dann sollte ich eigentlich zum Ziel kommen. Das wurde von 18 Leuten gespielt, also vielleicht sollte ich eine Chance haben für den Weltrekord. So, die Tür war nur Bonus und da bei der Slope, bei der Schräge, habe ich ein bisschen Speed verloren, habe ich gerade gemerkt. Und noch 2 Leben. Noch 2 Leben. Oh, werde ich jemals 5 Level schaffen in dieser Challenge? Mal sehen. Aber das ist eine ziemlich coole Challenge, wie ich finde. Nein, da muss ich jetzt ein bisschen abbremsen. Und das wird nichts. Das wird nichts. Ich bin ziemlich sicher. So. Das war jetzt eigentlich fast perfekt. Ich hoffe, dass ich einen Weltrekord habe oder zumindest ja, den gleichen Weltrekord. Okay, mal sehen. Nein, natürlich nicht. Okay, Neustart. Rekord, ein Level. Run. 6 Sekunden. Okay, das könnte einfach ein Level sein, wo man nach rechts rennen muss. Und dann gibt es da eigentlich keinen Grund, dass ich da jetzt nicht den Weltrekord habe. Gut, ich werde wahrscheinlich gleich sein mit dem Weltrekord. Hoffentlich. Sonst muss ich neu starten. Und ich habe den Weltrekord! Nice! Okay, was ist das? 4 Sekunden.
5 Sekunden. Hoffentlich war das etwas. Bitte, bitte, bitte. Ich habe einfach nach rechts gedrückt. Ich habe 3 One-Ups bekommen, das ist sehr, sehr gut. Aber wenn ich da nicht den Weltrekord... Nein! Oh, nicht einmal das gleiche. Ah, shit. Also, Rekord ist immer noch ein Level. 15 Sekunden. Okay, mal sehen. Das scheint ein klassisches Level zu sein. Okay, das war schon mal nichts. Aber ich kann mal das Level ein bisschen ansehen. Okay, da kann ich unten durch. Ja, und ah, da muss ich warten. Kann man dann nicht... Gibt es da keine Möglichkeit? Moment mal, wenn ich... Ich will ein bisschen das Level erkunden. Aber wenn jemand in Mario Maker 1 gemacht hat, dann kann ich nicht hoch. Kann ich nicht hoch. Aber wenn diese eine Person das in Mario Maker 1 gemacht hat, ich kann mit einem Dreisprung hoch, alles klar. Und da ist das Ziel, okay. Als ich gesehen habe, wie jemand das in Mario Maker 1 gemacht hat, dann hatte man natürlich nicht den Vorteil, dass man im Pause-Menü den Weltrekord sehen kann. Ja, da ist es ein bisschen leichter, was das angeht, aber man hat natürlich halt 5 Leben. Das macht es, glaube ich, schon allgemein schwieriger. So. Easy, easy. 9 Sekunden irgendetwas und der Weltrekord war vorher 16 Sekunden. Alles klar. Und 7 Leben. Erreiche das Ziel, ohne getroffen zu werden. Okay. Was ist das für ein Level? 30 Sekunden. Okay, YOLO. Vielleicht bringt das was? Bitte? Bitte? Ah nein, das bringt nichts. Das bringt nichts. Okay, aber ich kann trotzdem das Level erkunden. Aber kann ich das Level erkunden oder gibt es keinen Weg mehr zurück? Ich muss das Level neu starten, oh blöd. So, jetzt einfach in die Röhre. Und unter Wasser. Oh nein, ich darf nicht getroffen werden, sonst ist meine Zielbedingung futsch. Und wo ist die Ausgangsröhre? Da, 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 okay. Das war eine perfekte Zeit unter Wasser. Schnell kann man nicht sein unter Wasser. So, okay, das sollte der Weltrekord sein. Yes, neuer Rekord. 2 Level. 54 Sekunden. 206 Leute haben es gespielt und man muss 350 Münzen sammeln. Und ja, ich mache ja die... Mindestens, nicht maximal, okay. Ja, es gibt... Also es gibt noch mehr. Noch mehr, okay. Ah. Mal sehen, das wird schwierig, das wird schwierig. Bei so vielen Leuten gab es sicher jemand krass, der den Weltrekord versucht hat. Ich dachte, links wäre ein Secret. Ah. Shit, ich will die Katze nicht verlieren. Ich kann da hoch und drüber springen, aber... Da komme ich sicher in die Nähe vom Ziel, ja, aber ich brauche die Münzen. Und das war sehr, sehr dumm von mir. Und ich weiß nicht, wie genau ich da Münzen einsammeln soll. Ob ich möglichst alle mitnehmen soll oder wie. Okay, jetzt gehe ich mal in diese Röhre. Und hoffentlich gibt es eine Coin Party. Erzählermünze. 30er. Oh, 50er da oben. Alles klar, ich muss das Level erkunden. Ich werde es in diesem Versuch sicher nicht einen Weltrekord schaffen. So, viele Münzen bekomme ich da. Okay, man muss gar nicht so genau Münzen einsammeln. Okay, alles klar. Das bringt mich jetzt bei der Zielflagge raus. Okay, Moment mal. Das war über eine Minute, genau. 39, das war über eine Minute. Okay, ich kann es schaffen. Moment mal, ich kann schon so nach oben, alles klar. Nein, ich habe nicht genug Münzen. Shit. Aber vielleicht ist das eine Taktik, dort schnell nach oben zu gehen. Ja, das könnte wirklich eine Taktik sein. Ja. Möglichst alles mitnehmen. Nein. Okay, das wird nichts. Moment mal, ich kann dabei 30er Münze ja zurück. Ah, shit, das ist langsam. Okay, das wird nichts, oder? Oder wird das was? Das wird was. Ja! Ja! Weltrekord! Oh shit, das hätte ich niemals gedacht. Ja, Mann! 3 Level geschafft. 1-1. Ist es wirklich, was ich denke? Nein, ist nicht das Remake vom allerersten Level. Okay, also 16 Sekunden oder was war da genau? Okay, einfach immer nach rechts drücken und nie aufhören, aber dort oben sind Supersterne. Also mit Supersternen. Mit Supersternen ist man ja viel schneller. Deshalb lohnt es sich, einen Superstern wirklich schnell zu kriegen. Ja. Weil mit denen ist man deutlich schneller. Man kommt auch noch One-Ups. So. Und ich hoffe, das ist der Weltrekord.
Ich weiß nicht, was ich hätte besser machen sollen. Ich habe den ersten Stern möglichst früh eingesammelt. Und vielleicht ist es der Run vorbei. Nein! 4 Level geschafft! Mit dem Weltrekord. Oh shit. Oh shit. Schaffen wir vielleicht die 8 Level, dann wären wir mit der Super Mario. Nein, mit der 100 Mario Challenge in Super Mario Maker 1 fertig, weil in der 100 Mario Challenge in Mario Maker 1 gab es 8 Level auf leicht. Wenn ich mich richtig erinnere. Okay, was ist das? 6 Sekunden. Einfach rennen oder wie? Ganz viele Powerblöcke. Ja, also ich sehe nicht, was man da schneller hätte machen. Nein, nein, Weitsprung! Weitsprung, oh shit! Ich hätte noch einen Weitsprung machen sollen. Ich glaube, das ist schneller. Scheiße! Nein, nein, nicht weiter. Okay, machen wir noch einen letzten Neustart für dieses Video. 21 Sekunden. Okay, ganz viele Twister. Hä? Wie? Wie? Ah, ich muss bei den Bob-Bombs durch. Die Bombs machen mir den Weg frei. Ja. Okay. Ich muss da unten durch. Egal, egal. Ich muss weiter, ich muss weiter. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich sollte jetzt schon im Ziel sein. Vielleicht, vielleicht ist das was. Vielleicht, bitte. Nein. Okay. Einen Neustart machen wir noch. Ein Speedrun gegen die Zeit. 6 Sekunden. Aber bei 113 Leuten wird es wahrscheinlich schwierig, einen Weltrekord aufzustellen. So, jetzt sollte man etwa im Ziel sein. Hä? Okay, da oben. Da oben dann kommt man da mit Anlauf. Mit Anlauf kommt man schon auf die Höhe. Okay, aber Moment mal, gibt es schon früher eine Möglichkeit, dann nach oben zu kommen? Okay, ich könnte, wenn ich wollen würde, hier den beim Start gleich direkt den aktivieren, dann nach oben gehen. Aber das ist schwierig. Aber ich kann es so versuchen irgendwie. Oh shit, das wird schwierig. Nein, nein, das wird nichts. Oh, ich muss einen perfekt getimten Triple Jump machen irgendwie. Nein, das wird nichts. Ey, dieser Typ mit dem Weltrekord ist krass. Ich muss mit einem Triple Jump direkt nach oben kommen. Ich sehe keine andere Möglichkeit. So, jetzt habe ich das letzte Leben. Das letzte Leben. Nein. Nein, das wird nichts. Okay, und ich kann nicht mehr neu starten, ja. Also, ich habe verloren. Ich hoffe, das Video war unterhaltsam für euch. Ich fand diese Challenge wirklich extrem spannend. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch einen zweiten Teil haben wollt, weil ich das nochmal mache. Weil ich hätte ziemlich Bock drauf. Aber es gibt auch andere Challenges, die man machen kann. Zum Beispiel schwierig, sterben gleich Skip. Ja, und das werde ich als nächstes aufnehmen. Ja, also seid mal gespannt auf dieses Video. Und ja, vergesst nicht, einen Like zu geben, falls euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Tschüss.